Jo Leute, was geht? Willkommen zu Hogwarts Legacy. Ich habe heute zweieinhalb Stunden im Stream ein bisschen angespielt. Und wie ihr seht hier, eine Stunde und... Ah, hier steht zwar eine Stunde, es waren glaube ich aber zwei. Ich bin in Stufe 5, habe mich genannt Lewis Aldrin. Und ich würde sagen, wir schauen hier mal ein bisschen rein. Ich kann mir schon mal vorab sagen, alles was ich bisher gesehen habe, ist eine absolute Kaufempfehlung. Ich denke, wir machen so eine Stunde, bisschen Gameplay zeige ich euch. Und damit ihr dann entscheiden könnt, ob ihr das Game kaufen sollt oder nicht. Von mir gibt es eine ganz, ganz, ganz eindeutige Kaufempfehlung. Es gibt, also ich bin jemand, der sehr viel meckert. Und ich habe echt sehr wenig zu meckern in dem Game. Ich werde meine Cam hier platzieren, hier oben. Weil ihr seht, hier unter mir ich bin froh, dass Professor sind meine Attacken. Und da können wir auch direkt mal das Erste. Also schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen die Welt an. Wir sind jetzt hier gerade außerhalb vom Schloss. Hier ist das Schloss. Hier bin ich gerade rausgekommen. Und da vorne ist eine Mission, die ich machen kann. Folge Sebastian nach Hogsmeade. Das ist die Aufgabe gerade. Wir gehen auch zu Hogsmeade. Und das Erste, was einem natürlich auffällt, ist, es sieht grandios gut aus. Also ich würde sagen, auf von allem, was man... Oh, das liebe ich ja, ne? Das liebe ich ja, wenn die Beine sich automatisch ausrichten, das wisst ihr. Wenn ich was liebe, dann das. Guckt, die Füße richten sich perfekt aus. Hat übrigens auch einen Fachbegriff, keine Ahnung, wie der heißt. Ich vergesse den Fachbegriff jedes Mal. Jedes Mal höre ich ihn und ich vergesse wieder irgendwie Incline. Irgendwas, keine Ahnung. Ist auch egal. Es sieht schweinegeil aus. Ich würde sagen, auf der Grafikskala eine 9 von 10. Ich glaube, Demon's Souls ist so das einzige Game, was ich auf der PS5 kenne, was besser aussieht. Elden Ring sieht auch nicht besser aus. Elden Ring hat ja auch die PS4, bedient ja auch die PS4, also die Last Gen. Also da sieht das Game auf jeden Fall besser aus. Was man manchmal sieht, ist, dass Texturen ein bisschen nachladen, aber wirklich ganz dezent. Wirklich ganz dezent. Und ansonsten rein von der Grafik her wirklich ein sehr, sehr gutes Game. Dann ein bisschen was zum Umfang. Übrigens, bevor wir weitermachen, nach 2 Minuten. Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. SOS Spoilerwarnung. So, jetzt. Wer jetzt noch dabei ist, jetzt gibt's Spoiler. Das hier sind alle Zauber. Hier haben wir einmal Imperio, Crucio und natürlich auch Avada Kedavra. Aber auch allerhand andere nützliche Sachen, wie zum Beispiel hier Levioso. Oder was das hier? Flipendo kennt man ja auch. Oder Descendo kennt man auch. Oder hier Incendio. Also ganz viele verschiedene. Hier unten gibt es nochmal so diese grundlegenden Zauber. Da gibt es hier einen Percifucus Totalus. Alohomora, sehr wichtig. Es gibt sehr viele verschlossene Türen. Alte Magie, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und nochmal Alte Magiewurf. Ja, Alte Magie ist so das Gimmick von dem ganzen Game, würde ich sagen. Das ist auch der Grund, wieso ich dieses Let's Play oder dieses Showcase nach 2 Stunden erstarte. Die ersten 2 Stunden sind Einführung und Intro, wo man wirklich nicht viel machen kann, außer dem Schlauch folgen. Das bedeutet, es wird am Anfang ein bisschen Story erklärt. Wir sind ein Schüler der 5. Klasse, sind ganz frisch zu Hogwarts gekommen und wahrscheinlich wurden unsere Zaubereikräfte erst spät entdeckt und sind deswegen so spät erst entdeckt worden. Wir haben einen Professor in der Schule, der hat uns vorher ein bisschen was beigebracht, wollte uns zur Schule fahren. Und auf dem Weg dahin wurden wir von einem Drachen angegriffen. Und dann hat sich rausgestellt, dass das Ganze ganz viele Jahrhunderte zurückreicht. Dort gab es 4 verschiedene Zauberer, die alte Magie nutzen könnten oder sie versteckt haben. Es ging um alte Magie, ist wohl was anderes als normale Magie. Frag mich nicht wieso, kenne ich von Harry Potter nicht. Und wir sind jemand, der diese alte Magie sehen und auch nutzen kann. Und jetzt ist es so, dass viele Leute hinter uns her sind. Unter anderem ein Bösewicht, das ist nämlich hier nicht Voldemort,
sondern ein Kobold. Und der möchte uns gerne fangen. Aber dazu seht ihr vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr. So viel zur Story. Synchronisation hört ihr die ganze Zeit schon im Hintergrund. Ist sehr gut. Wirklich, also für eine deutsche Synchro sehr, sehr gut. Kein Zelda Breath of the Wild Feeling, wo es manchmal ein bisschen cringe ist. Ist sehr gut. Ist auch kein Forspoken Cringe. Es ist wirklich gut synchronisiert. Kann man nicht anders sagen. Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht. Ja, und hier sieht man Hippogreife. Es ist vieles Altbekannte kommt zurück. Viele werden so Aha-Momente haben. Es gibt unglaublich viel zu sammeln. Da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu zeigen. Also, meine Freundin ist jetzt nicht so die mega krasse Gamerin, aber die liebt halt Spiele, wo man Sachen sammeln kann. Und das hier ist, sage ich mal, das perfekte Game für sie, weil du kannst hier was sammeln und auf dem Weg, was zu sammeln, findest du schon wieder 10 neue Sachen zum Sammeln. Und das hat halt immer so diese Möhre vorm Gesicht, dass du immer weiter, immer weiter, immer weiter. Die Welt ist riesig, da kann ich vielleicht gleich auch nochmal eben die Karte zeigen. Die Karte ist riesig, also es ist nicht nur Hogwarts, es ist Hogsmeade. Es ist der verbotene Wald und noch viel, viel, viel mehr. Es gibt schon einen abgesteckten Bereich fürs DLC. Alles, was ihr hier seht, kann man betreten und bereisen. Später kann man noch auf einen Hippo oder auf einen Besen hier überall lang. Man kann craften, man kann zaubern. Wir werden gleich auch noch Kämpfe sehen. Also ihr merkt schon, ich bin übertrieben beeindruckt von diesem Game. Wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, lauschen wir ein bisschen, was der Sebastian zu erzählen hat und gehen mal in die Stadt Hogsmeade. Was mir bisher auch nie so bekannt war, Hogsmeade ist der englische Begriff für Wildschwein oder Schwein mit Hog und dann Smeade. Wusste ich nicht. Das sieht man gleich auf der Karte, vielleicht kann ich es jetzt sogar schon zeigen. Genau, da. Man sieht da einfach ein Wildschwein. Ah, aber guck mal, man sieht schon die ganze Karte. Man sieht schon die ganze Karte. Also, wir haben hier einmal Region südlich von Hogwarts. Dann haben wir das Tal von Hogwarts komplett. Sumpf, Südmeer, Küste, Poitzer-Küste, Maroon-Wemsee. Also, wie tief geht das da runter? Feldcroft-Region. Dann im Norden auch noch Sumpf, verbotener Wald, Tal. Und ich würde mal behaupten, das hier könnte DLC-Gebiet sein. Hier in der Mitte kommt man auch nicht hin. Hier kommt man nicht hin. Und ihr seht, ne, hier genau, wo ich drüber bin gerade, ich mach's mal kurz weg, seht ihr, was man alles sammeln kann. Das kann man alles sammeln. Und das in jedem Gebiet kann man sammeln. Übertrieben viel sammeln. Also ihr werdet richtig, richtig, richtig viel zu tun haben in dem Game. Ja. Ich glaube auch, selbst aber wenn ich ist jetzt Samstagabend... Leider. Und selbst wenn ich jetzt bis zum nächsten Stream am Montag durchzocke, ich komme nicht mal ansatzweise ins Endgame. Das ganze Game ist zwar für 50 Stunden Hauptmission und 120 Stunden plus Nebenmission angesetzt, aber ich glaube, also für einen 100% Platin-Run, Blind-Run braucht man viel länger. Braucht man viel, viel länger. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchtbar. Ich weiß nicht, was ein Demi-Geist ist. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Viel Glück. Ja, hier wieder schön Pilze einsammeln. Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ja, ich habe auch schon unten rechts ein paar Zauber gelernt. Das ist einmal Accio, Reparo, Lumos und Levioso. Ich kann hier so einen kleinen Attack-Angriff machen. Das Kampfsystem, das seht ihr gleich, ist sehr, sehr gut. Obwohl, doch, es ist schon gut. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, das wurde auch oft gefragt. Also ihr habt einmal den Schwierigkeitsgrad, nur die Story zu spielen, also wirklich gar keine Herausforderung. Und dann leicht, Standard und schwer. Ich spiele hier auf Standard und da ist, glaube ich, was auf jeden Fall anders ist, das werdet ihr gleich sehen, wenn man angegriffen wird, dann kann man die Attacke countern.
Und wenn ihr auf leicht spielt, dann habt ihr für das Zeitfenster, um zu countern, viel, viel länger Zeit. Also hier ist es, würde ich sagen, so eine halbe bis eine Sekunde. Und auf leicht sind es 3, 4, 5 Sekunden. Und hier haben wir direkt mal was zum Sammeln. Man gibt hier überall in dieser Welt gibt es Handbuchseiten. Und die kann man einsammeln. Und dann gibt es hier so eine kleine Erklärung dazu. Hier Hogsmeade. Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. Ist ganz schön. Es gibt also tausende Sachen zu entdecken, die ihr mit Revelio aufdecken könnt und euch ein bisschen was dazu durchlesen könnt. Ihr könnt das natürlich auch in eurer Sammlung euch alles später nochmal angucken. Und das finde ich schon sehr, sehr schön gemacht. Dass man auch überall ein bisschen Backstory hat. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen. Ach ja, worauf ich hinaus wollte. Die Zauber, die lernt man, indem man in der Hauptmission weiter vorankommt und indem man den Unterricht besucht. Da müsst ihr natürlich jetzt nicht am Tisch sitzen und irgendwas auswendig lernen oder irgendwas schreiben oder sowas Unsinniges. Also, sondern ein, zwei kleine Mini-Missionen machen und dann könnt ihr den Zauber lernen. Ist also wirklich gut gemacht. Ist nicht nervig, ist sehr schön eingebunden in die Story. Also finde ich sehr gut. So kommt ihr auch immer weiter voran im Schloss, in der Story, in der Welt. Also ihr werdet nicht overwhelmed am Anfang direkt mit allen Zaubern. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass man hier in diese Welt geschmissen wird und dann sofort komplett überfordert ist. Was macht man überhaupt? Es fängt wirklich ganz, ganz, ganz leicht an und kommt dann immer Stück für Stück, wird es immer ein bisschen mehr. So, jetzt lernen wir hier ein bisschen die Karte, wo wir hin müssen. Wir müssen für unseren Unterricht, weil unsere Kutsche, hatte ich ja eben gesagt, wurde von einem Drachen angegriffen. Das heißt, unsere ganzen Sachen für Hogwarts, für die Schule wurden aufgefressen, kaputt gemacht, verloren gegangen. Dann müssen wir hier einmal zum Kräuterladen, einmal zu Ollivanders. Ganz spannend, da können wir gleich direkt mal reingucken. Viele wollten wissen, wie das mit den Zauberstäben ist und hier Wälzer und Schriftrollen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal zu Ollivanders als erstes. Das ist hier direkt nebenan. Weil viele wollen natürlich wissen, wie wählt man sich seinen eigenen Zauberstab aus. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Da will ich auch mal kurz die Klappe halten. Weil jetzt kommt der Cutscene. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ja, Cutscenes hier sind sehr schön gemacht. Ist sehr viel, aber schön. Guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Mir war gar nicht bewusst, dass es einen Ollivanderladen in Hogsmeade gibt. Wird das irgendwo in den Büchern oder in den Filmen gezeigt, gesagt? Mir war das nicht bewusst. Stimmt das? Ach ja, der Typ mit den Haaren, ne, das bin natürlich ich. Ich bin mittlerweile kein Fan mehr von den Haaren, die werden auch gleich mal geändert. Hier in Hogsmeade gibt es einen Friseur. Und ich sehe aus wie schon über 20, ich weiß. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Hätte mich auch gewundert, wenn der erste direkt gepasst hätte, ne? Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Der sieht ja komisch aus. Wow. Übrigens, alles, was ich bisher gesehen habe, schreit nach der Game of the Year von 2023. Ich glaube, so werde ich auch den Titel nennen von YouTube. Das hat so krasses Potenzial. Also, das wird ein harter Konkurrent für Zelda. Ganz harter Konkurrent.
Oh, ist ein ganz harter Konkurrent. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. So, das ist jetzt unser Zauberstab. Holzart, Kerntyp, Flexibilität und Zauberstablänge können wir ändern. Und zwar, so ist das übrigens auch in der Charaktererstellung. Könnt ihr hier jetzt einen aussuchen. Ich weiß auch schon ganz genau, welchen ich haben will. Also ich finde klassisch, finde ich cool. Muss ich ehrlich sagen. Den finde ich ganz komisch. So ein auf Elderstab angelegt. Finde ich sehr cool. Doof. Aber hier habt ihr so halt die ganze Auswahl. Und dann hier natürlich noch verschiedenes Holz. Und ich würde entweder den Standard nehmen oder Elderstab. Guck mal die Farben. Was gibt's hier so? Ah, das sieht doof aus. Das sieht ganz cool aus. Was gibt's hier? Hell. Schwarz. Schwarz Standard. Können hier nochmal den angucken. Was gibt's hier? Damit ihr das alles mal so ein bisschen gesehen habt. Ne, und seht ihr, das meinte ich mit, es lädt ein ganz kleines bisschen nach. Wenn ihr jetzt hier umschaltet, dann ist ganz kurz Low Poly und dann kommt die High Poly Variante. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ja, ich glaube, das wird der Standard Schwarz. Ich glaube, Standard Schwarz gefällt mir am besten. Klassisch Schwarz. Holzart können wir hier jetzt noch ändern. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Richtig was ändern tut sich nicht. Ich weiß nicht, was es für eine Bewandtnis im Harry Potter-Universum hat. Deswegen nehme ich hier einfach mal Silber. Ne, was nehmen wir? Fichte. Fichte klingt gut. Interessant. Länge ändert sich auch im Bild nicht. Deswegen, ich will auch nicht so einen Riesenstab. Ich will am liebsten ganz schön klein, handlich und klein. 9,5 Zoll reicht mir. Flexibel. Weiß ich auch nicht, was es das ändert. Also, da werden die Harry Potter-Nerds wahrscheinlich mehr wissen. Ich nehme harten. Einen harten kleinen. Oh Gott. Okay, kaufen. Den kaufen wir. Den nehmen wir. Nein, nein! Nein! Da war doch noch was. Da war noch ein Punkt. Ja, sorry. Den Punkt habe ich verkackt. Ich weiß nicht, was da war. Da war irgendwie so eine Spirale. Schreibt es in die Kommentare. Mist, sorry. Ich wollte es euch zeigen. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete. Ah, da konnte man den Kern auswählen. Phönixfeder, Drachenherzkern und vor allem noch Einhorn, glaube ich. Einhorn. Und die hatten verschiedene Merkmale. Ich weiß aber nicht, wie sich das später auswirkt oder ob das nur Kosmetik oder so ist. Meine Freundin zum Beispiel hat den Drachen genommen. So, dann kann ich, falls da mal irgendwann Unterschiede sind, kann ich euch das sagen. Ach, übrigens habe ich noch gar nicht drauf eingegangen, ne? Ich bin vom Haus Slytherin. Da wollte ich rein, da bin ich auch reingekommen. Die Häuserwahl findet so nach einer Stunde ungefähr statt, nachdem ihr das Game gestartet habt. Ich habe bisher noch nichts gefunden, dass es relevant wäre. Also es war noch nichts anders wie vom Spielstamm meiner Freundin, die in Ravenclaw, glaube ich, ist. Also ist irgendwie genau gleich. Ist hier was drin? Ah ja, guck mal, hier ist der Tränkladen. Da ist doch was. Was ist das hier? Ein Buch? Aha, das ist neu. Also, das wusste ich nicht. Gehen wir mal hoch. Ach, guck mal, man kann hier richtig hoch. Was ist das? Eine Truhe? Mega Powertrank. Ja, sehr witziger Name für den Heiltrank. Ja, was man vielleicht sagen könnte, ist, man läuft hier ein bisschen behäbiger. Also es ist nicht so direktes Movement wie zum Beispiel Elden Ring. Verzeihung, Sir.
Es ist ein bisschen, also wenn man sich dreht, dann dreht er sich wirklich, muss einen Schritt machen. Es ist also alles ein bisschen behäbiger. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer, Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da ja, und auf dem Besen geritten bin ich tatsächlich noch nicht. Bleiben Sie dran. Das können wir uns aber, wenn ihr Bock habt, gerne am 7. am offiziellen Release zusammen im Stream anschauen. Der Stream ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da bin ich eigentlich jeden Tag online. Und dann schauen wir mal, wie das Besenfliegen ist. Da bin ich auch gespannt drauf. Bei der Riesenwelt... Stimmt, cool. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Übrigens, ein Pflanztisch, man muss natürlich nicht überall zu Fuß hinlaufen. Das klingt richtig. Man kann überall sich hin teleportieren. Selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Das kaufen wir und das kaufen wir, wie gesagt, für die Schule, ne? Sie interessiert. Und dann kann man hier natürlich noch andere Sachen. Also das sind so Sachen, die kann man aus dem Nix anscheinend beschwören. Können wir mal gucken, gibt es hier irgendwas, was spannend ist? Tränkestation? Pflanztisch mit Topf? Mit Materialverfeinerer? Hüpfender Topf? Komposter? Schneidestation? Tierwesen-Spielzeugkiste? Tierwesen-Fütterer? Okay, was ich mal gerne machen möchte, ist sie meine Materialien verkaufen, weil das hier sind die Standardsachen, die haben keinen extra Effekt und man kann höchstens 20 Ausrüstungsgegenstände tragen. Das heißt, wenn ihr 20 Gegenstände habt und ihr seid irgendwo in einem Dungeon und ihr findet noch eins, dann könnt ihr das nicht einsammeln. Das ist natürlich sehr doof, finde ich. So, und der nächste, wo wir hin müssen, ist zur großen Möhre, oder wie er heißt, der Laden. Aber vorher machen wir hier einen kleinen Abstepper nach rechts. Hier gibt es nämlich irgendwo ein Bild. Ja, genau, hier ist erstmal so. Das sind die Dinger, womit ihr interagieren könnt, um irgendwo hin zu teleportieren. Und was ich euch noch zeigen wollte, in der Welt sind überall solche Spiegel versteckt. Und da ist ein Bild drauf. Und was ihr da machen müsst, ist das Bild finden... Und, also, den Ort, wo das Bild, also was es da zeigt. Und dort gibt es einen Schmetterling. Und den Schmetterling müsst ihr dann zu dem Bild wiederbringen. In dem Fall ist der Schmetterling hier. Da vorne sitzt er schon. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Und das war hier der, ja, das war hier der... Oh, das ist übrigens eine Buchseite, die fliegen überall rum. Sorry, es ist so viel. Ihr seht, ne, ich komme gar nicht dazu, eine Sache zu erklären, weil ich schon wieder über eine andere stolper. Also, genau, den Schmetterling bringt man hier weg. Und dann kriegt man wieder eine Buchseite. Zack. Handbuchseite. Perfekt. Und dann seht ihr oben rechts, ne, immer wie viel es in der jeweiligen Stadt gibt. Ja. So, da würde ich sagen, gehen wir mal zur Möhre. Die Möhre ist hier oben gewesen. Da müssen wir hin. Ist auch ein kleines Stückchen zu laufen. Ja, ansonsten, ihr seht ja, das Game sieht echt gut aus. Was mich am meisten bisher beeindruckt, sind tatsächlich die Lichteffekte. Alles kann Sonne empfangen, alles kann Schatten empfangen, alles natürlich hoch aufgelöst. Es laufen so viele NPCs rum, also dumm viele NPCs. Mit den meisten kann man sogar interagieren und sprechen. Die haben alle ihre festen Routen. Es ist... Das Game ist einfach pickepacke voll. Hier, der. Also, wieso läuft der? Also, hier laufen einfach so viele Leute rum. Es ist so lebendig, das Game. Ihr habt nie das Gefühl, dass ihr sagt, oh, ist aber irgendwie leer hier. Nee, es ist so voll. Es ist wirklich so voll, das Game. Ja, sowas. Ja, also... Ich weiß nicht, wie lange das Game in Entwicklung war, aber... Junge, die Entwickler haben einen guten Job gemacht. Und wenn ich das sage, dann heißt das schon was. Ich bin echt, echt pingelig, was sowas angeht. Oh, guten
Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Samen abholen in der goldenen Möhre. Zugang aus der fünften. Das sind dann wohl Sie. Okay. Bei Merlins Bart. In der fünften Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Was auch noch gefragt wurde, ist, ob irgendwelche alten Harry Potter Charaktere hier drin sind. Das ist natürlich nicht der Fall, weil das viele Jahrhunderte oder Jahre, nicht ganz sicher, vor Harry Potter spielt. Es gibt keinen Dumbledore, es gibt keinen Hagrid, kein gar nichts. Was es gibt, ist die Familie. Also es gibt die Familienstammbäume. Unser Schulleiter zum Beispiel ist ein Black. Sagen Sie nichts. Und unsere stellvertretende Schulleiterin ist eine Weasley. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher ihr Interesse wecken. Ja, ich bin kein Kräuterkunder. Also, das juckt mich auch nicht. Scheiß drauf. Ich habe alles. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. So, jetzt, ich habe alles geschafft. Na, jetzt müsste sich das da unten links eigentlich aktualisieren. Hallo? Hallo. Ah, Zaubertränke noch. Zaubertränke noch. J. Pippins Zaubertränke, da muss ich noch hin. War ich da nicht eben? Ah, hier noch. Ja, okay, bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Da müssen wir noch kurz rein. Also Weasley habe ich gesehen, Black habe ich gesehen. Da haben wir ein schönes Büchlein. Potter nicht gesehen oder so. Aber Weasley auf jeden Fall und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch ein... McGonagall gibt, weil die gab es ja auch in Dumbledores Geheimnisse. Willkommen bei J. Pippins. Das kann ich mir vorstellen. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie übrigens, die ganzen Sachen hier kann man natürlich auch überspringen. Ne? Also jemand, der sich nicht für die Story interessiert oder das Game schon durchgespielt hat und es nochmal spielen möchte, das kann man alles überspringen. Auch sehr wichtig. Also für mich ist sowas sehr wichtig, dass man Cutscenes überspringen kann. Cutscenes, die man nicht überspringen kann, sind schrecklich. Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich. Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ja, die nehmen wir mit. Die brauchen wir für den Unterricht, deswegen muss ich jetzt einmal kaufen. Mega Powertrank und Edorus-Trank, die brauchen wir. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. So, hier haben wir, das ist ganz witzig. Ich bin in seinem Laden und jetzt gucke ich einfach mal in seine Truhe und klaue ihm einen Schal mit Schlossmuster in Purpurrot. Da können wir uns auch direkt mal was angucken. Man kann sich nämlich allerlei Zeug ausrüsten. Das ist vielleicht auch für euch ganz interessant. Es gibt also Handschuhe, es gibt Gesichtsbekleidung. Das sind nicht nur Brillen, da will ich aber nicht zu viel spoilern. Es gibt richtig, richtig coole Masken. Kopfbekleidung und Halsbekleidung. Das habe ich gerade gefunden. Kann ich nicht anziehen, weil... Ah, man braucht Stufe 7 dafür. Also seht ihr, bin ich gerade drüber. Da ist die Stufe, die ich brauche, um es anzuziehen. Und ich bin gerade Stufe 6. Das heißt, noch eine Stufe und dann kann ich das anziehen. Hier seht ihr auch schon, da bin ich wieder genau drüber. Fliegende Reittiere und hier drunter sind Besen. Da gibt es also auch noch verschiedene. Dann gibt es auch noch Zauberstab, Griffe, die man finden kann. Damit kann man seinen Zauberstab dann ein bisschen individualisieren. Und man kann natürlich auch alles ausziehen. Ich meine, das gibt gerade eh keine Offensive. Ich könnte es auch ausziehen. Und ich könnte auch mein Outfit ausziehen.
und könnte so rumlaufen. Bei den Mädels geht das übrigens auch. Das ziehen wir mal an. So. Hier mal raus. Und jetzt sollen wir uns... Also es ist wirklich auch... Ihr könnt auch immer sehen, wo ihr hin müsst. Da steht wieder, triff dich mit Sebastian am Dorfplatz. Also ihr könnt nicht viel falsch machen. Könnt nicht viel falsch machen. Ihr seht, ne? Schloss auf Stufe 1, da braucht man natürlich Aloe Mora. Sonst kommt man da nicht rein. Und immer schön nach oben gucken für diese Buchseiten. Weil die fliegen immer überall rum. Da kann man immer schon mal ein bisschen die Augen offen halten. Allgemein, es gibt hier so viel zu sehen. Es ist... herrlich ist es. Da ist eine Buchseite, die möchte ich gerne haben. Danke. Es gibt also an jeder... Das meinte ich übrigens mit, das ist riesig. Es ist vollgepackt mit Zeug. Pickepacke voll ist das Game. Ich weiß auch nicht, wieso man das so krass vollgepackt hat. Also es hätte doch fast gereicht, wenn man so Elden Ring-mäßig an jeder Stelle mal ein bisschen was. Aber es ist so voll überall. Man stolpert die ganze Zeit über neue Sachen. Da hinten ist noch eine Bußweite. Kriege ich die von hier? Die will ich haben. Wenn ich sie jetzt schon einmal sehe, will ich sie haben. Auf geht's nach Hogsmeade. Es gibt auch keine Ausdauerleiste. Also man kann unendlich lang rennen. Das ist auch sehr gut. Das wurde ja zum Beispiel, das war zum Beispiel in Zelda immer doof. Da konnte man ja immer nur begrenzt lange rennen. Das haben die dann in Elden Ring zum Beispiel ganz cool gelöst. Wenn keine Gegner da waren, konnte man unendlich lange rennen. Das fand ich ganz cool. Das war ja in den früheren Souls Games auch nicht so. Ich vergleiche das hier gerne mit den Souls Games, weil es halt komplett Open World RPG ist. Es ist zwar nicht so schwer wie Elden Ring, aber ich würde sagen vom... ja, wie kann man es schon auch irgendwie Fantasy und ja, man kann schon vergleichen, finde ich, oder? Übrigens, man kann natürlich auch ins Wasser, falls ihr euch jetzt fragt, hey, kann man ins Wasser? Ja, man kann schwimmen. Ob man später noch tauchen kann, weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall schwimmen. Ich bin ein guter Schwimmer, wie ihr seht. Ja, so, jetzt gehen wir mal zu Sebastian, gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo eine Buchseite finden, ne? Immer wichtig. Da ist noch eine Buchseite, die nehmen wir sofort mit, weil ihr wisst nie, wann ihr die nochmal seht. Zack, 7 von 8. Guck mal, habe ich sogar schon fast alle, die rumfliegen. Vielleicht finden wir ja die 8 noch. Dann hätten wir das abgeschlossen. Das wäre natürlich super, super gut. Wenn wir die andere auch noch finden würden. Ich guck mal ganz kurz, bevor ich jetzt zu Sebastian gehe. Weil das wäre natürlich huge. Dann wärt ihr live dabei, was passiert, wenn man alle findet. Ist ja auch spannend. Hier war ich eben schon. Man hat halt übelste Sichtweite, ne? Also hat nicht so eine Angst. Ich vergleiche das jetzt, ihr kennt, meine Zuschauer kennen wahrscheinlich den meisten Stuff von mir von Pokémon. Da hat man eine Sichtweite von 2 Metern. Da muss man teilweise davor stehen, um zu sehen, dass da was gespawnt ist. Und hier kann ich einfach bis ganz hinten gucken und weiß, okay, da ist keine Buchseite, da brauche ich nicht hingehen. Das sind höchstens die Häuser vor. Das macht das Game natürlich auch sehr, sehr, ja... Also man kann sich hier drin echt verlieren, so. Alles sehr einprägsam. Sieht auch nicht alles gleich aus. Es ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Merkt man schon. Die Entwickler hatten da sehr viel Spaß, sehr viel Zeit und guten Plan. Ich finde die Buchseite nicht, tut mir leid. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Finde leider nicht die Buchseite. Das wäre natürlich cool gewesen, die jetzt einfach so... Da ist sie! 8 von 8. Das gibt übrigens auch immer EP, ne? Sammler, Handbuchseite und Hogsmeade. Abgeschlossen. So, und da kann ich euch noch was zeigen. Das ist ganz cool. Es gibt nämlich allerhand Herausforderungen. Hier, Kampf habe ich noch gar nicht, weil ich noch nicht gekämpft habe. Aufträge, das ist das, was ich zum Beispiel gerade gemacht habe mit den, wo ich die Tränke geholt habe und so. Erkundung. Weiß ich auch noch nicht, was es ist. Wahrscheinlich einfach überall hingehen und viel ersuchen. Handbuchseiten ist das, was ich gerade gesucht habe und was ihr mit Revelio erkunden könnt. Und Raum der Wünsche. Auch noch nicht gesehen. Handbuchseiten. So, und hier kriegt man auch neue Klamotten. Neue Brille. Ein Zylinder. Und hier seht ihr dann immer, was ihr als nächstes machen müsst. Ich bin wieder ein bisschen davor. Sammle in Hogsmeade 15 Handbuchseiten. Dann gibt es Zonkos Meister-Schelmmantel. Und hier gibt es Hogwarts Handschuhe. Und als nächstes Hogwarts Hut.
Und dann gibt es hier unten noch was. Ich weiß nicht, wie sich das freischaltet. Buchseite in Hogwarts, Hogsmeade. Ah, das wird wahrscheinlich ein anderer Bereich sein. Das ist bestimmt nochmal ein anderer Bereich. Dann können wir hier nämlich zurück ins Inventar. Oder auch nicht. Jetzt kriegen wir das nämlich erstmal da oben. Sammlung wird aktualisiert. Jo, ja, haben wir alle gefunden. Jetzt können wir auf jeden Fall zu Sebastian zurück. Und was man halt immer machen kann, ist hier so Revelio. Und wenn irgendwas glitzert, ne, da seht ihr ja hier überall die Blau und Gelb, dann könnt ihr das einsammeln. Das gilt auch für Buchseiten. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal zu Sebastian und machen mal kurz die Story weiter. Weil dann seht ihr auch den ersten Kampf und wie die Kämpfe hier sind. Das ist wahrscheinlich auch sehr interessant für euch. Also vielleicht ist es wirklich keine Herausforderung. Wenn ihr ein bisschen Herausforderung wollt, dann spielt das so wie ich auf normal. Ich kann mir vorstellen, dass es auf schwer auch wirklich schwer wird. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Das finde ich so cool, ne? Einfach irgendwelche Mädels schießen da den Troll ab. Voll cool. Irgendwelche Mummies. Bombarda. Okay, das ist so eine Aurorin oder so. Komm, Slytherin, mach den fertig. Ausweichen. Auch neu gelernt jetzt gerade. Vorher gab es das noch nicht so. Also, ihr könnt mit R3 natürlich das Ziel anvisieren, ganz normal. Und jetzt kann man hier ausweichen. Man kann Leviosa auf ihn machen. Und dann seht ihr diese gelben Zahlen, da macht man ein bisschen mehr Schaden. Man kann Accio machen. Und später kann man halt richtig geilen Stuff machen, ne? Mit Incendio und Avada Kedavra. Also soweit ich weiß, killt Avada Kedavra alles. One-Hit. Alte Magiewurf könnte ich jetzt machen. Soll ich das mal machen für euch? Soll ich mal alte Magiewurf für euch machen, damit ihr das seht? Zack. Das heißt, ich kann irgendwas reinziehen und an ihn gegen ihn werfen. Was richtig gut Schaden macht. Ihr seht, ne, ansonsten mache ich halt sehr wenig Schaden. Aber es ist echt cool gemacht. Ich habe vor einem Jahr ungefähr einen Trailer gesehen und da hat mir das Kampfsystem gar nicht gefallen. Und ja, das haben die richtig gut überarbeitet. Das ist richtig gut geworden. Ganz recht, dummes Scheuter. Er lässt nach. Noch ein paar Treffer könnten reichen. Da haben wir. Ja, und so laufen halt die Kämpfe ab. Es gibt natürlich auch Kämpfe, wo man... Oh, alte Magie wirken. Das ist neu. Das meinte ich mit alter Magie. Das sind richtig krasse Zauber, die richtig viel Schaden machen. Troll gemacht. Sehr schön. Das habe ich jetzt gerade gelernt, tatsächlich. Oh nein. Alte Magie. Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen? Und die Kämpfe sind echt cool gemacht. Man hat später, allein? Ich habe euch am Anfang gezeigt, welche Zauber es alle gibt. Da kann man später richtig cool... da gibt es auch Duellantenschulen und sowas. Ja. Das könnt ihr alles lernen. Da kann man richtig geile Kombinationen auch machen, um richtig schön Schaden rauszuhauen. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, das finde ich auch interessant. Helfen, ich frage mich, wann das Game endet. Endet das am Ende des Schuljahres? Endet es am Ende der Mission? Wie wird das gemacht? Wie ist das Endgame? Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auch wieder Tipp auf den Follow-Button zu drücken. Hier, genau, Reparar, wie hieß der nochmal? Reparo? Wie heißt der?
Heißt der Reparo? Reparo, genau. Ich habe einen Reparo-Zauber, damit kann ich hier alles schön reparieren. Ich wünschte, das würde auch im wahren Leben so einfach gehen. Einfach mal kurz Reparo drücken. Wird alles repariert. Echt chillig. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Hier gibt es auch direkt eine Buchseite, ne? Handbuchseite. Und da kann man wieder sich schön was durchgucken. Hengis von Woodcroft. Ja, Hufflepuff. Ganz cool. Reparo. Na also. Gut wieder. Kann ich hier eigentlich rein? Guck mal, hier kann man rein und hier ist auch wieder direkt eine Buchseite. Es gibt auch Katzis, also die könnt ihr auch streicheln. Schreiberlings Katzen, ganz cool. Sollen wir die einmal streicheln? Hier, guck mal, eine Gepard. Hallöchen. Können wir die mitnehmen? Die würde ich gern behalten. Ja, feini. Ganz süße Maus. Ja, das ist anscheinend irgendein Laden. Oh, guck mal, hier können wir direkt wieder schön klauen. Da gibt es eine Schuluniform mit Pullover für den Herbst. Oh, guck mal. Da kann ich direkt mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr die Klamotten tauscht. Ausrüstung. Outfit. Ah, wieder gesperrt. Ab Level 8. Ah, gut. Aber ich bin ja jetzt Level 7. Ja, da kann ich jetzt den Schal einsetzen. Schaut euch an. So sieht dann der Schal aus. Ja, es ist ganz cool. Es ist wirklich cool gemacht. Ja, es ist wirklich cool gemacht. Vor allem gibt es richtig coole Sachen später. Da will ich nicht spoilern. Da gibt es richtig geilen Endgame-Stuff. Und es ist übrigens auch unterteilt in verschiedene Seltenheitsklassen. Also es gibt legendären Loot und seltenen Loot und gewöhnlichen Loot. Also ich sag Loot dazu, ist halt Ausrüstung, ne? Ist ganz cool. So. Sprich mit dem Ladeninhaber, das machen wir. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Trinken wir mir kurz ein Käffchen. Bin gerade Durst. Was leuchtet da? Wieso leuchtest du? Es leuchtet, ich kann nichts machen. Ja, es gibt hier diese Truhen mit einem Auge. Und ich kann mir vorstellen, dass man die erst aufmacht, wenn man entweder unsichtbar ist oder man die blenden kann. Irgendwie sowas. Oh, hier ist eine Truhe. Die machen wir auf. Schön. 69. Jetzt quatschen wir. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Oh ja, da können wir uns auch Klamotten kaufen. Da können wir auch mal reinschauen. Im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass sie übrigens können die, kann die Kleidung Zustand natürlich auch haben. Bonis haben. Also Verteidigung, Angriff und Leben gibt es. Aber ich kann ihnen weitere Unterklassen gibt es nicht. Und, das habe ich bisher auch noch gar nicht angeschnitten, es gibt Talente. Dazu kann ich leider noch gar nichts sagen, weil das erst später kommt. Und soweit bin ich leider noch nicht. Also weder hier noch in einem anderen Spielstand. Also nach 5-6 Stunden Spielzeit immer noch keine Talente freigeschaltet. Das kommt wahrscheinlich erst viel, viel später. Danke, nimm mich an. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? So, was kriegen wir jetzt hier? Bin ich mal gespannt. Wir haben heute viele Waren. Da, Offensive plus 5, ne? Habe ich ja gerade gesagt. Und jetzt hier, guck, das ist zum Beispiel... Du hast neue Ausrüstung, halt, verbessere sie jetzt. Ausrüstungsbildschirm? Ja. Ah, ich kann meine Ausrüstung an sich verbessern. Bei Umhänge gibt es einmal den für 5 und den für 0. Und ich nehme natürlich den für 5. Dann seht ihr auch hier oben direkt, ne? Ändert sich meine Offensive. Das setzen wir ein, habe ich wieder einen Umhang an. Schön, schön, schön. Aber ich wollte eigentlich zeigen, hier gibt es auch noch mehr Zeug. Also ihr seht, es gibt einmal legendär, es gibt außergewöhnlich, es gibt hervorragend und es gibt besonders. Und diese ganzen Sachen haben halt verschiedene Eigenschaften, ne? Ausrüstungsvorschau kann man auch machen. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Ja, Handschuhe kann man sich natürlich auch anschauen. Handschuhe finde ich jetzt nicht so spannend. Was hat der denn noch? Ah, hier, dunkles Schmiedegewand. Sieht aus, als wäre es nur kann ich jetzt leider nicht sehen. Level 8, düsteres Gewand.
Und hier kann man verkaufen, das mache ich auch direkt. Also haltet eure Gegenstände immer schön, schön sortiert. Weil ich habe das Gefühl, dass man die Dinger nirgendwo ja, ablegen kann. Weil die nicht im Inventar auftauchen. Aber da könnt ihr mich... Oh, der sieht cool aus, ne? Sieht aus, als wäre es nur für sie. Ach, hier sieht doch nicht so cool aus. Sieht doch nicht so cool aus. Dafür jetzt für 375 ausgeben. Oh, der? Indiana Jones mäßig? Sieht aus, als wäre es nur oder auch für nicht. Sie gemacht. Der sieht doch richtig scheiße aus. Ja. Gut, wir kaufen jetzt hier nichts. Man findet echt coole Sachen. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Sieht auch schon nicht so geil aus, ne? Aber 16 Offensive schmeckt. Besser als 5. Egal, aber man findet echt wirklich viele Sachen. Gebt hier nicht euer Geld aus. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier. Wenn man sich ein bisschen in Hogwarts umschaut, da findet man so viele Klamotten. Dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch Buchseite einsammeln, mache ich. Besenknechts Puppe. Mhm. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ja, mehr gibt's hier nicht zu sehen. Ja, ganz cool. Folge Sebastian in die drei Besen. Ja, jetzt kommt eine kleine Story-Sache, die würde ich ungern zeigen. Deswegen würde ich sagen, ich habe eigentlich alles euch gezeigt, was ich zeigen wollte. Hier ist übrigens der Punkt mit Talente, der noch ausgegraut ist. Ich habe euch alles gezeigt, was ich zeigen wollte, was wichtig oder was für mich wichtig erscheint. Deswegen würde ich sagen, war es das hier? Oh, guck mal, hier ist nochmal was. Nehmen wir direkt mit. Besenknecht Sonntagsstart. Cool. Ja, holt euch das Game. Also wenn ich eine Kaufempfehlung ausspreche, dann hat das schon Bedeutung. Ich bin ein sehr pingeliger Typ, was Spiele angeht. Ich habe sehr oft was zu meckern. Und hier habe ich wenig bis gar nichts zu meckern. Und das... Also, ich will mich nicht selber hier lobpreisen, aber holt euch das Game. Es ist sehr, sehr geil. Lasst mir gerne ein Like auf dem Video da. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Game findet, falls ihr es schon habt. Lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da, falls ihr da nichts verpassen wollt. Es wird bestimmt in nächster Zeit noch mehr Hogwarts Legacy geben. Auch ein bisschen zum Endgame-Stuff und wo man vielleicht das ein oder andere Ausrüstungsteil findet. Ansonsten seid gerne auf Twitch live dabei. Am Montag bzw. Dienstag geht's los. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.